Guten Morgen zurück, die Kamera ist abgeschmiert. Zumindest der Vlog-Monitor, der dran ist, spinnt noch ein bisschen, der hat Nässe abbekommen. So, was haben wir? Zumindest Brötchen. Zwei doppelte. Schöne weiche Brötchen, da habe ich so beim Lidl, ich schwöre ja auf Lidl jetzt, Buletten, Kalbsfrikadellen gefunden. Die werde ich mir da drauf zimmern. Erstmal schön anbraten. Dann drauf zimmern. Die sind so mit einer Kräutermarinade oder was? Marinade? Ja, mit einem Kräutergewürz dran. Dann habe ich mal Datteln gekauft. Feigen. Datteln, Feigen. So, weiter geht's zum Text. Katze im Blick. Dann einmal Hallo, Schaufstellen. Mädel. Ja, jetzt ein Mandel mit Schokolade, ganz gut. Dann mal einen Käse, italienischen, der heißt Parmigiano Reggiano Dop. Jo, bin mal gespannt, vielleicht werde ich da auch mal ausführlich extra testen. Dann eine Pizza, die ich auf jeden Fall auch nochmal testen will. Die Backfrische, vielleicht mit Video, Kürbis und dreierlei Pilze. Da ich halt in Pilzen war und das war nicht so ganz erfolgreich. Leicht erfolgreich, aber hier ist erfolgreicher. Oh, die Kerze. Da wackelt sie. Immer Joghurtcreme, Größenbecher, damit man auch mal satt wird vom Joghurtcreme. Da freut sich dort durch. Dann Pilze. Na, ich habe Pilzen. Nicht so erfolgreich war. Ja, ich bin so nass geworden. Genau, Champignons, Braune. Ich hoffe, da haben wir nichts geholt. Snickers. Natürlich immer mit dabei. Kann nicht schaden. Im Gegenteil. Ein Perlenbacher Pilz. Bier, nicht Pilz, nicht der Pilz, aber nein. Dann nochmal feinste Kultur-Champignons. Aus dem Wald, nicht. Avocados habe ich mal geholt. Die versuche ich jetzt mal mit etwas zu kombinieren. Was ist denn mit dem Fokus los? Ja, jetzt. Ja, mal gucken, vielleicht zum Frikadellen was dazu. Vielleicht zum Pilzen was dazu. Sind ja Multi. Dann Brie-Trüffel. Genau. Das sieht sehr interessant aus mit Käse. Für 1,70 Preise sind wir mit drauf, ist ganz gut. 1,95, das sind solche Teigtaschen wahrscheinlich mit Brottaschen mit Käse und Trüffel. Klingt interessant. Also wie gesagt, Lidl. Ihr überrascht mich. Dann nochmal ein Pilzenrohrquell. Als Bier. Noch ein Pilz. Und das letzte Pilz. Das Reuteberger Pilz. Okay. Das war der Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist ein kleiner Einkauf, mal ein Short, ein kurzer. Ich hoffe, ich habe mal kein Schnupfen geholt im Wald. Es ist nämlich alles sehr, sehr nass geworden. Dagegen hilft nur ein Bier oder mehr oder zwei. Weiß nicht, eher nicht, aber probier's mal. Ich bin erstmal raus für jetzt. Vielleicht gibt es ja dann
noch ein extra Video. Also das seht ihr jetzt nicht. Hat nichts mit dem zu tun. Ein anderes. Jo, ich bin gespannt auf die Avocado. Oh,